Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Berlin Tabletop. Heute mal zu einem kleinen Unboxing, denn es geht heute um die Minitorum Armored Containers von Games Workshop. Es sind halt in dem Falle ganze Munitionscontainer, die in dem Falle geliefert werden, drei Stück, mit ganz vielen Varianten von Kisten und Fässern. Heute ist direkt der Release, hab's mir gleich gekauft, weil Regeln waren ja schon ein bisschen länger draußen und die sind ja wirklich sehr gut und deswegen dachte ich mir, außerdem optisch, einfach für die Spielplatte, holen wir uns ein paar. Ich habe natürlich schon einmal kurz reingeschaut, aber noch nichts auseinandergebaut. Hier haben wir einmal natürlich wie immer eine Bauanleitung. Ist relativ einfach und geht schnell. Und hinten die Regeln, die sind wirklich sehr wichtig. Die stehen zwar noch im WD drin, aber die sind wirklich sowas von gut, die Regeln. Also kann ich nur jedem empfehlen, gerade wenn man mysteriöse spielt und dann gerade die 6 würfelt, macht sehr viel Spaß. So, wir haben in dem Falle hier die Gussrahmen. Der und der Gussrahmen sind wirklich fast identisch. Oder sogar, um ganz ehrlich zu sein, ja, fast identisch, bloß ein Fass ist anders. So, die sind alle relativ einfach aufgebaut, denn es sind dreimal wirklich die gleichen Gussrahmen. Ist echt gut gemacht. Detaillierte Arbeiten. Gerade hier überall diesen ganzen Totenschädel, der schöne Aquila-Adler überall, macht auf jeden Fall eine ganze Menge her. So, dann räumen wir das mal auseinander. Und wir kümmern uns ganz einfach mal um einen dieser Baukästen, weil die anderen, die mache ich dann ohne euch, weil es ist ja eh immer das Gleiche. So, wir legen uns erstmal unsere Anleitung neben uns, dann können wir erstmal schön sehen, wie wir was auseinanderbauen. Hier sehen wir schon mal die Werkzeuge, die wir benutzen sollen. Wir nehmen unseren handelsüblichen Kleber in dem Falle. Unsere Zitadellknipse, ein Grater oder ein Gattermesser. Oder was ihr gerade da habt. So, wir fangen natürlich an mit den, ich habe es erstmal nebenbei gelegt, mit diesen beiden Außenkanten und diesen beiden Deckenpaneelen. So. Wichtig ist immer, dass ihr die flache Seite dorthin schneidet, weil so entsteht kein zu großer Grat. Und es geht sehr fix. Erstes ist draußen. Die komplette Optik macht sich sehr schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Container anderweitig bebaut oder benutzen kann. Zum Beispiel gerade, wer ein Interessent ist, Space Hulk zum Beispiel. Weil ich kann das jetzt mal kurz zeigen. Es ist mir nämlich schon einmal aufgefallen, wenn man diese Container hier so aneinander macht. Dann sieht es aus, als ob man eine Raumschiffhülle hat. Das sieht wirklich echt cool aus. Und dadurch, dass man hier noch diese Gänge im Inneren hat, aber dazu kommen wir natürlich noch einmal kurz später. Ich schaue mal, ob ich noch ein bisschen schärfer stelle. So, jetzt haben wir die beiden schon mal. Jetzt kommen wir hier zu dem, aber ich muss kurz schauen, ob das ein Grat ist. Ist das einer? Nein, da ist der Grat. So, sah komisch aus. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, dann mal die erste Bodenplatte haben wir. Zweite Bodenplatte haben wir auch. Den legen wir erstmal beiseite. Denn wir widmen uns jetzt nur diesen Teilen hier. Wie wir sehen, diese beiden sind sogar noch identisch. Und die beiden auch. Also man hat eigentlich immer nur identische Teile, das macht sich relativ einfach. So, jetzt nehmen wir uns unser Cuttermesser oder auch Teppichmesser oder was ihr gerade da habt und entfernen ganz vorsichtig die Geräte. Also wirklich, das ist jetzt wirklich richtig, richtig scharf. Da müsst ihr richtig aufpassen. Am besten, wenn das eure Kinder machen, am besten lieber ihr, weil wenn man so ein Ding in der Hand hat, dann ist nicht so schön. Oder natürlich für andere, für kleinere zum Beispiel, immer von sich einem wegschneiden. Das ist immer ganz wichtig. So ist die Verletzungsgefahr gleich null, außer ihr schneidet euch ganz blöd. So. Ich
Ich muss schon sagen, die Container, der Preis ist es auf jeden Fall wert. Man kriegt doch schon sehr viel dafür, dass man früher mal so ein Barrikadenset hatte, was man jetzt ja immer noch hat. Das war dann doch schon sehr teuer. Und jetzt hat man halt hier für, ich glaube, das ist jetzt knapp nochmal ein Drittel vom Preis drauf, also nicht so viel. Kriegt man dann doch schon drei Container, die wirklich optisch gut sind und nochmal spielbar sind, was Regeln angeht. Und die Regeln sind wirklich echt lustig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da eine Menge Spaß hat auf dem Spielfeld. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, ist ja jetzt ein bisschen früh, aber... So. Jetzt der eine Grad, der ist ein bisschen größer, aber ihr seht, Cuttermesser macht das ganz fix. Daran seht ihr wieder, wie scharf es ist. So, jetzt haben wir das. Jetzt nehmen wir uns unseren Kleber. Und jetzt ist es sehr einfach. Es ist nämlich nur noch hier reinsetzen. Ist wie Puzzeln. Jetzt müsst ihr halt in dem Fall aufpassen, dass diese Seite hier immer nach unten zeigt. Mehr kann man nicht falsch machen. So. Jetzt setzen wir den hier dahin. Der wird jetzt hier rangesetzt. Und jetzt für die, die den zumachen wollen, ihr braucht ihn dann, könnt gleich oben raufkleben. Jetzt ist wieder auseinandergefallen. War ja klar. Dann könnt ihr den gleich oben raufkleben, das obere Teil. Aber da ich den auch von innen bemalen möchte, mache ich das in dem Falle nicht. Ich mache mal kurz Cut und dann zeige ich euch, wie der fertig ist. So, ich habe den jetzt so hier fertig gemacht. Ich habe den jetzt mit dem Schnipsgummi zugemacht. Hier, das Dach ist auch noch abnehmbar. Aber das ist eine totale Friemelarbeit. Am besten holt ihr euch noch eine zweite Person, die euch dabei hilft. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Kleber raufgeträufelt, dass es dann auch ja richtig hält. So haben wir ihn jetzt. Ist schön offen, ist ein schöner Container. Ich mache mal wieder, dass Belichtung besser ist. So. Man kann immer noch schön reingucken. Den legen wir jetzt mal so daneben und lassen ihn trocknen. Schauen wieder bei uns auf die Anleitung und sehen, was als nächstes kommt. Als nächstes sehen wir hier diese ganzen Panels und die beiden Luken kommen rauf und hier diese ganzen Adler. Dann wollen wir mal schauen, wo wir das hier wiederfinden. Wenn man mal hier sehe ich schon gleich diese Adler. Aufpassen, dass ihr euch nicht zu weit wegschnipst. Wie gesagt, die sind identisch, also ist an jeder Seite eine. So, dann haben wir hier diese Bedienpanels. Da. Und auch Lautsprecher. Ich habe noch gar nicht raufgeschaut. So. Ja, doch, das sind hier. Schauen wir mal, dass ich das mal scharf kriege. Haben schon. Ja, wie will er nicht? Da jetzt so. Sieht ein bisschen besser aus. So ein kleiner Bedienpanel mit so einem kleinen Schädel drin. So. Jetzt haben wir wieder unser Cuttermesser. Hier muss man wirklich sehr vorsichtig sein, denn ihr habt hier so einen ganz kleinen Draht dran. Ne? Deswegen da schneide ich auch ein bisschen zu mir, aber ich bin vorsichtig, dass ich nicht meine Hand erwische. So, jetzt nur noch diese kleinen Adler. So, haben wir noch zwei Stück davon, dann zeige ich euch gleich, wie ich sie anklebe. So. Warum sie die nicht mit gleich rangegossen haben, das verstehe ich auch nicht ganz. So. Jetzt haben wir hier einmal diese Einkerbung für so ein Bedienpanel. Einfach ein bisschen Kleber hier mit aufnehmen. Wenn ihr da ein bisschen zu viel habt, dann passt das schon. So. Panel Nummer 1. Wieder ein bisschen Kleber mit aufnehmen. Panel Nummer 2. So. Jetzt haben wir das dran und hier kommen jetzt diese Adler rein. Die Aquila-Köpfe.
einer hier. Und jetzt jeder, einer immer an jeder Seite. Da einer, da einer, da einer. So. Schön bitte aufpassen, dass er nicht oben ranklebt. Also wie gesagt, wenn ihr das noch bemalen wollt, wenn ich habe das ja schon lange rangeklebt. Weil sonst müsst ihr das mit brachialer Gewalt wieder runterbrechen. Und es macht immer gar keinen Spaß. So, jetzt haben wir das so fertig. Damit ist der Container schon fast spielbereit. Betonung liegt auf fast, weil es fehlen immer noch... Na okay, vier Sachen. Einmal haben wir die Eingangsluken. Die sind einfach nur noch schnell rausgeknipst, da muss man nicht viel machen. Schwupp, da haben wir die vier. Jetzt haben wir hier Sturmbeutel waren das. Ich wollte gerade schwere sagen, aber das wäre auch ein bisschen komisch. Weil die Container, wenn sie natürlich besetzen, dürfen sie auch schießen. Haben in dem Falle zwei solche Beutel oben drauf. Werte sind ganz normal. Nimmt sich nicht viel. Ist also eine bessere Landungskapsel in Anführungszeichen. Ohne bloß, dass sie halt keine Truppen transportieren kann. So. Jetzt entgraten wir schnell. Hier schneide ich auch wieder zu mich, weil ich wirklich vom Platz her nicht so viel habe, um da gut zu entgraten. Pass aber wieder auf, dass ich nicht meinen Finger erwische. Weil ich möchte hier nicht blutend vor der Kamera stehen. So. Zusätzlich muss ich sagen, gerade vom Design her, mit den ganzen Adlern und sowas, man versetzt sich schon in das Feeling von 40.000. Oder auch 30k kann man es natürlich auch einsetzen, da sind die Regeln auch zugelassen. Ich finde es sehr schön gemacht. Man hat schon lange nicht mehr so ein Geländestück rausgebracht. So ein schönes Feuer war ja Tau dran. Und so eine kleinen Container, das bringt einen dann doch schon wieder so in diese Städte rein, wo die ganzen Schlachten ja stattgefunden haben. Wo gerade Munitionsnachschub ist ja sehr wichtig. Dadurch werden diese Container zu glatten Missionszielen, die man als Spieler natürlich auch besetzen möchte, um die ganzen besseren Werte. Gerade die Vastoren, muss man ganz ehrlich sagen, sind damit doch schon sehr spaßig, wenn man gut würfelt auf die mysteriösen Tabelle. Weil da werden die ganzen Schuss, die Stärke oder sowas von den Waffen nochmal ein bisschen angehoben. Und schwere Bolter mit einer höheren Stärke macht natürlich sehr viel Spaß. So, jetzt kommen wir hier schnell zum Kleben. Kleben ist relativ einfach. Die sind auf jeder Seite. Die haben einmal... hier eine Einbuchtung und einmal da eine Einbuchtung extra. Schwuppdiwupp, da ist der Sturmbeutel. Ich würde wieder schwerer sagen. Ist der Sturmbeutel fertig? Dann machen wir den hier auch noch schnell fertig. Eins und zwei. Klebt auch. Jetzt haben wir... unseren Container mit seinen Luken, die man hier so schön reinpacken kann. Ah, die will nicht so. So, ich mache nochmal die Kamera runter und dann zeige ich ihn euch nochmal, wenn Modelle zum Beispiel drin stehen. Bis dann. So, ich habe den jetzt so hier fertig gemacht. Ich habe den jetzt mit dem Schnipsgummi zugemacht. Hier, das Dach ist auch noch abnehmbar. Aber das ist eine totale Friemelarbeit. Am besten holt ihr euch noch eine zweite Person, die euch dabei hilft. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Kleber raufgeträufelt, dass es dann auch ja richtig hält. So haben wir ihn jetzt. Ist schön offen, ist ein schöner Container. Ich mache mal wieder, dass Belichtung besser ist. So, man kann immer noch schön reingucken. Den legen wir jetzt mal so daneben und lassen ihn trocknen. Schauen wieder bei uns auf die Anleitung und sehen, was als nächstes kommt. Als nächstes sehen wir hier diese ganzen Panels. Und die beiden Luken kommen rauf. Und hier diese ganzen Adler. Dann wollen wir mal schauen, wo wir das hier wiederfinden. Wenn man mal hier sehe ich schon gleich diese Adler. Aufpassen, dass ihr euch nicht zu weit wegschnipst.
Wie gesagt, die sind identisch, also ist an jeder Seite eine. So, dann haben wir hier diese Bedienpanels. Da. Und auch Lautsprecher. Ich habe noch gar nicht raufgeschaut. So. Ja, doch, das sind hier. Ich schau mal, dass ich das mal scharf kriege. Schon. Ja, wie will er nicht? Da jetzt so. Sieht ein bisschen besser aus. So ein kleiner Bedienpanel mit so einem kleinen Schädel drin. So. Jetzt haben wir wieder unser Cuttermesser. Hier muss man wirklich sehr vorsichtig sein, denn ihr habt hier so einen ganz kleinen Draht dran. Ne? Deswegen da schneide ich auch ein bisschen zu mir, aber ich bin vorsichtig, dass ich nicht meine Hand erwische. So. Jetzt nur noch diese kleinen Adler. So, haben wir noch zwei Stück davon, dann zeige ich euch gleich, wie ich sie anklebe. So. Warum sie die nicht mit gleich rangegossen haben, das verstehe ich auch nicht ganz. So. Jetzt haben wir hier einmal diese Einkerbung für so ein Bedienpanel. Einfach ein bisschen Kleber hier mit aufnehmen, wenn ihr da ein bisschen zu viel habt, dann passt das schon. So. Panel Nummer 1. Wieder ein bisschen Kleber mit aufnehmen. Panel Nummer 2. So. Jetzt haben wir das dran und hier kommen jetzt diese Adler rein. Die Aquila-Köpfe. Einer hier. Und jetzt jeder, einer immer an jeder Seite. Da einer, da einer, da einer. So. Schön bitte aufpassen, dass er nicht oben ranklebt. Also wie gesagt, wenn ihr das noch bemalen wollt, wenn ich habe das ja schon lange rangeklebt. Weil sonst müsst ihr das mit brachialer Gewalt wieder runterbrechen. Und es macht immer gar keinen Spaß. So, jetzt haben wir das so fertig. Damit ist der Container schon fast spielbereit. Betonung liegt auf fast, weil es fehlen immer noch. Na, okay, vier Sachen. Einmal haben wir die Eingangsluken. Die sind einfach nur noch schnell rausgeknipst, da muss man nicht viel machen. Schwupp, da haben wir die vier. Jetzt haben wir hier Sturmbeuter waren das. Ich wollte gerade schwere sagen, aber das wäre auch ein bisschen komisch. Weil die Container, wenn sie natürlich besetzen, dürfen sie auch schießen. Haben in dem Falle zwei solche Beuter oben drauf. Werte sind ganz normal. Nimmt sich nicht viel. Ist also eine bessere Landungskapsel in Anführungszeichen. Ohne bloß, dass sie halt keine Truppen transportieren kann. So. Jetzt entgraten wir schnell. Hier schneide ich auch wieder zu mich, weil ich wirklich vom Platz her nicht so viel habe, um da gut zu entgraten. Pass aber wieder auf, dass ich nicht meinen Finger erwische, weil ich möchte hier nicht blutend vor der Kamera stehen. So. Zusätzlich muss ich sagen, gerade vom Design her mit den ganzen Adlern und sowas, man versetzt sich schon in das Feeling von 40.000 oder auch 30k kann man es natürlich auch einsetzen, da sind die Regeln auch zugelassen. Ich finde es sehr schön gemacht, man hat schon lange nicht mehr so ein Geländestück rausgebracht, so ein schönes, vorher war ja Tau dran und so eine kleinen Container, das bringt einen dann doch schon wieder so in diese Städte rein, wo die ganzen Schlachten ja stattgefunden haben. Wo gerade Munitionsnachschub ist ja sehr wichtig, dadurch werden diese Container zu Granatenmissionszielen.
die man als Spieler natürlich auch besetzen möchte, um die ganzen besseren Werte. Gerade die Vastoren, muss man ganz ehrlich sagen, sind damit doch schon sehr spaßig, wenn man gut würfelt auf die mysteriösen Tabelle. Weil da werden die ganzen Schuss, die Stärke oder sowas von den Waffen nochmal ein bisschen angehoben. Und schwere Bolter mit einer höheren Stärke macht natürlich sehr viel Spaß. So. Jetzt kommen wir hier schnell zum Kleben. Kleben ist relativ einfach. Die sind auf jeder Seite. Die haben einmal hier eine Einbuchtung und einmal da eine Einbuchtung extra. Schwuppdiwupp, da ist der schwere, der Sturmbolter. Ich würde wieder schwerer sagen. Ist der Sturmbolter fertig? Dann machen wir den hier auch noch schnell fertig. Eins und zwei. Klebt auch. Jetzt haben wir unseren Container mit seinen Luken, die man hier so schön reinpacken kann. Ah, die will nicht so. So, ich mache nochmal die Kamera runter und dann zeige ich euch nochmal, wenn Modelle zum Beispiel drin stehen. Bis dann.